Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich sitze an meiner Quiltmaschine, um endlich meinen Sternenquilt zu quilten. Dazu habe ich ein paar Vorlagen vorbereitet und zu diesen Vorlagen gibt es eine kleine Überraschung. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Bevor wir loslegen, unser kleiner Kanal hier hat 5000 Abonnenten. Und dazu möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Und zwar mit, Moment, tadam, diesen Dateien. Das sind die Sterne, die ich nun hier auf meinen Quilt arbeiten möchte. Ich habe mir die Dateien ein bisschen vorbereitet, habe mir das Ganze auf Pappe ausgedruckt, sodass ich mit diesen Vorlagen exakt die gleichen Sterne auf die Decke quilten kann, wie ich sie in den Videos vorher gepatcht habe. Diese Dateien könnt ihr eine Woche lang kostenfrei herunterladen, bevor ich sie in den Etsy-Shop einstelle. Als Dankeschön für eure Treue und dafür, dass wir jetzt schon so groß sind und für euer Vertrauen. Ihr findet diese Dateien nicht unter diesem Video. Das ist das allerneueste Video. Um zu den Dateien zu kommen, müsst ihr zurückspringen zu dem allerersten Video auf diesem YouTube-Kanal. Ich habe euch das verlinkt, dann ist das einfacher. Und unter diesem Video findet ihr den Satz, dieses Zitat, oh mein Gott, es ist voller Sterne, aus dem Film 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. Das ist der zweite Teil von 2001 Odyssee im Weltall. Und unter diesem Text, oh mein Gott, es ist voller Sterne, findet ihr genau diesen Link, damit ihr euch die Dateien herunterladen könnt. Ich habe mir meine Datei auf Pappe ausgedruckt und habe jeden Eckpunkt einmal gelocht. Diese Datei legen wir nun einmal. Also diese Vorlage legen wir nun einmal auf unseren Quilt, exakt an der Stelle, an der wir den Stern gerne quilten möchten. Ich lege das Ganze einmal auf meinen Stoff und ich markiere mir einmal jeden Punkt. Ich hoffe, ihr könnt das gleich mit diesem Weiß gut erkennen. Das sind die Punkte, über die ich meinen Stern nun aufbaue. Wenn euch das zu wenig Darstellung ist, dann zieht einmal, wenn ihr mögt, die Linien nach. Als Nähfüßchen haben wir unser Linealfüßchen eingespannt. Als Lineal verwende ich mein ganz normales Patchwork Omnigrid Lineal. Das hat eine 3 mm Höhe, eignet sich also wunderbar in Verbindung mit unserem Linealfüßchen. Wir starten bei unserem ersten Stern aus der Mitte heraus. Bei jedem der Sterne, die wir arbeiten, starten wir aus der Mitte. Auf die Rückseite meines Lineals habe ich Schmirgelpapierpunkte geklebt. Diese Punkte sorgen dafür, dass mein normales Patchwork-Lineal sehr gut auf meinem Stoff haftet. Und die Schmirgelpapierpunkte helfen mir auch, den Stoff weiterzuschieben. Die haben genug Grip, sodass sich das Ganze gut schieben lässt. Und wir quilten aus der Mitte zu unserem obersten Punkt. Vom obersten Punkt aus ziehen wir die Linie zum seitlichen Punkt. Vom seitlichen Punkt nehmen wir die querlaufende Linie. Und wir folgen jeder einzelnen Linie. Werdet beim Quilten nicht zu genau, lasst die Sterne leben. Die müssen nicht hundertprozentig sein. Die sollen ein bisschen eine eigene Sprache, eine eigene Textur haben. Ein bisschen von eurer Handschrift.
Den ersten Umriss von meinem Stern habe ich gequiltet und ich kann sagen, ich lasse das so oder ich kann sagen, ich möchte das Ganze noch so ein bisschen spannend ausfüllen in unterschiedlichen Farben. Ich möchte diese Farbe halten und bringe noch ein bisschen Textur in meinen Stern. Wenn ihr mögt, könnt ihr diese Linien auch frei nachfahren. Ich bleibe bei den Linien bei meinem Lineal. Und fülle dieses kleine Seitenstück aber frei. Meinen ersten Stern habe ich fertig und ich möchte nicht von einem Stern zum nächsten wandern, sondern ich möchte jeden Stern für sich in diese Decke quilten. Das heißt, ich vernähe meinen Faden einmal. Wie das geht, dazu verlinke ich euch ein Video. Und ich wandere zum nächsten Stern. Der nächste Stern, den ich quilte, das ist ein Stern, den ich schon in die Decke gepatcht habe. Von diesem Stern möchte ich einfach nur die Umrisse nachquilten. Wir können genau auf der Linie wandern. Damit wir den Stern optisch ein bisschen anpassen und Fehler, die wir einarbeiten, ein bisschen verstecken, fahren wir noch einmal mit einer zusätzlichen Linie außen um unseren Quilt, um unseren Stern. Mein Stern hat zwischendurch immer Unebenheiten. Er ist alles andere als ganz genau linientreu. Und genau das möchte ich haben. Das Ganze soll jetzt so ein bisschen lebhafte Textur bekommen. Alles an dem Quilt ist quadratisch und eckig, aber wir wollten ja einen dynamischen Effekt haben. Und wenn wir nun unsere Sterne so ein bisschen, ja, so locker quilten, gar nicht so sehr darauf achten, ob das hundertprozentig wird, sondern eher so drauf losquilten, dann unterstützen wir diesen Effekt. Und den möchten wir haben. Das heißt, das ist eine wunderbare Technik, um Quilten zu lernen und langsam genauer zu werden und von jedem Fehler zu sagen, der soll genau dahin. Ihr könnt euren Quilt drehen oder ihr könnt ihn auch immer aus einer anderen Perspektive quilten. Ganz so, wie das für euch einfacher ist. Wenn ihr ihn gut gesteckt habt, dann sind eure einzelnen Lagen so sicher, dass es egal ist, wie ihr ihn schiebt und wie unvorsichtig ihr seid. Ihr braucht keine Rücksicht nehmen, dass der Quilt auseinanderfällt, wenn ihr ihn gut gesteckt habt. Dann betrachtet diese drei Lagen nicht mehr als Sandwich, sondern betrachtet sie beim Quilten als eine Lage, damit ihr euch ganz sicher mit eurem Stück, mit eurer Decke befassen könnt. Weiter geht's zu einem schon gepatchten Stern. Und auch hier fahren wir die Linien wieder nach. Ich möchte die Linien dieses Mal frei nacharbeiten. Da ich später noch mit einem Lineal weiterarbeiten möchte, quilte ich mit dem Linealfüßchen frei. Auch das gibt uns wieder gute Hilfslinien. Wir können aus der Mitte heraus quilten. Unsere Nadel steht immer in der Mitte. Und wenn wir nun einmal außen um unseren Stern herum arbeiten möchten, dann können wir genau diesen
äußeren Kranz als Abstand wählen. Damit sich unsere Linien besonders klar abzeichnen, können wir so ein Kissen verwenden. Dieses Kissen wird in der Mitte mit Schneiderkreide gefüllt, als Pulver, in Pulverform. Und mit unserem Kissen können wir dann einfach auf unseren Stern herumtupfen. Und wenn sich der Nebel wieder verzogen hat, schauen wir uns unseren Stern einmal an. Unseren so vorgezeichneten Stern können wir wieder quilten. Diese Sterne funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Unsere Sternmitte können wir nun wieder füllen. Und so arbeiten wir uns Stern für Stern weiter vor. Jetzt wird es Zeit, unseren Lone Star zu quilten. Ihr könnt das mit dem Lineal wieder weiterverfolgen. Ich habe mittlerweile die meisten Sterne ohne Lineal gearbeitet, da ich dieses freiere, etwas wonkige Aussehen ein bisschen schöner finde. Also werde ich auch den Lone Star frei quilten. Und als erstes arbeite ich alle 8 Zacken einmal nach. Achtet darauf, dass eure Decke hier wirklich locker liegt, damit ihr keinen Zug auf diese langen Strecken habt, die ihr nun hier gerade näht. Wir haben einmal außen um unseren Stern herum gequiltet. Nun möchten wir jede einzelne Zacke quilten. Das heißt, wir fahren zur Mitte und setzen in unsere einzelnen Bahnen einmal solche kleinen Ähren oder Zweige, wie auch immer. Wir fahren zur Mitte und wir setzen Ähren. Eine Ähre. Schauen, dass es locker liegt. Ich möchte das Ganze nicht so dicht quilten, denn ich möchte, dass die Decke später noch sehr weich fällt. Also halten wir diese 3 Ähren und fahren wieder zur Mitte. Mein Überraschungsquilt ist fertig geworden. Aus meinem Lone Star mit dem Fehler ist ein Komet entstanden mit Hauptsternen, mit im Hintergrund verschwindenden Sternen und mit ganz dünnen, einfach nur Umrisssternen gearbeiteten Sternen zum Rand, damit diese Kometform nicht verloren geht. Und ich bin ganz ehrlich, ich stehe jetzt hier und überlege, ist er fertig? Möchte ich noch was ändern? Möchte ich ihn genauso lassen? Und ich kann es im Moment nicht sagen. Vielleicht setze ich hier noch so einen Umrissstern hin. Vielleicht möchte ich den Stern noch weiter ausarbeiten. Ich weiß es nicht. Vielleicht möchte ich noch viele ganz kleine Sterne dazwischen setzen. Ich habe im Moment keine Ahnung. Und
Wenn ich die Idee habe und wenn ich das gerne umsetzen möchte, werde ich das einfach machen. Denkt daran, ihr könnt die Sterne noch die ganze Woche über herunterladen. Ihr findet den Link unter dem ersten Video von unserem Kanal Needle Engine, unter dem Zitat aus dem Film 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen. Oh mein Gott, es ist voller Sterne. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.